Livia Gerster, die ja eigentlich angekündigt war als Moderatorin für diese Veranstaltung von der FAS, also nicht von der FAZ, von der FAS, von Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung, musste sehr, sehr kurzfristig nach Israel reisen, um die Kolleginnen und Kollegen in Tel Aviv zu unterstützen. Dankenswerterweise hat sie sich selbst um Ersatz gekümmert, und zwar ihre Kollegin Kati Schneider, die heute die Moderation dann übernimmt. Ich übergebe gleich das Wort an Kati. Kati Schneider ist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin, studierte Unternehmenskommunikation und Journalismus und ist seit spätestens August 2021 eigentlich auch schon davor in der FAZ als Audioproducerin tätig und seit 2 Jahren bald Redakteurin im Audio- und Videoteam. In anderen Worten, du machst den FAZ-Podcast. So. Unbedingt reinhören, sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, dass du eingesprungen bist. Ich übergebe dir jetzt das Wort, du leitest in das erste Panel ein, und ich freue mich sehr auf den Tag und auf anregende Diskussionen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Saba, für die Einführung, auch an Nicole Deitelhoff und an Rainer Forst für die begrüßenden Worte. Herzlich willkommen auch von mir und auch. Ich hoste und moderiere bei uns den FAZ-Podcast für Deutschland und unseren Auslandspodcast FAZ Machtprobe. Ich freue mich sehr, dass ich diese Moderation hier heute dieser Konferenz übernehmen darf und Sie alle durch diesen Tag führen darf. Saba, du hast die Ereignisse in Hanau 2020 ja eben schon angesprochen, woraufhin der unabhängige Expertenkreis ins Leben gerufen worden ist. Und Frau Deitelhoff hat eben auch gesagt, wir können nicht über Muslimfeindlichkeit sprechen, ohne auch über Antisemitismus zu sprechen. Das möchte auch ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und auch, dass der 7. Oktober, so wie du, Saba, es gesagt hast, eine Zäsur auch für die Muslimfeindlichkeit darstellt. Als ich mich für die Moderation heute vorbereitet habe, kamen mir sofort 2 Gespräche in den Sinn, die ich mit Musliminnen geführt habe. Und zwar hat eine Muslima mir mal aus ihrem Schulalltag berichtet. Und als sie einmal Schwierigkeiten hatte, ihren Lehrer zu verstehen, hat er ihr gesagt oder ihr nahegelegt, sie möge doch vielleicht ihr Kopftuch ablegen, um besser zuhören oder hören zu können. Ein anderer Schüler wurde einmal mit der folgenden Aussage konfrontiert: An 9/11 seid doch ihr Muslime alle schuld. Die erste Erfahrung zeigt, wie alltäglich und wie subtil Diskriminierung sein kann. Und die zweite, dass solche Vorwürfe gerade deshalb problematisch sind, weil sie eine ganze Glaubensgemeinschaft für die Taten Einzelner und in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, diese Geschichten verdeutlichen die Dringlichkeit, mit der sich die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik mit Muslimfeindlichkeit auseinandersetzen muss. Und ein Schritt in diese Richtung sollte mit diesem Bericht, an dem ihr alle über 2 Jahre gearbeitet habt, gegangen werden. Ja, für unser erstes Panel würde ich jetzt sehr gerne die 3 Diskussionsteilnehmer nach vorne bitten. Riem Spielhaus, Anja Miedelbeek-Fawig und Kai Hafetz. So, ich hoffe, dass man mich hört. Perfekt. Ich darf die 3 Panel-Teilnehmer erst einmal vorstellen. Riem Spielhaus ist Professorin für Islamwissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildung und Wissenskulturen an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie leitet die Abteilung Wissen im Umbruch am Georg-Eckert-Institut, dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien. Sie studierte Islam- und Afrikawissenschaften und promovierte an der Humboldt-Universität Berlin zu Islamdebatten und Selbstpositionierungen von Muslimen in Deutschland. In ihrer aktuellen Forschung befasst sie sich mit Schulbuchinhalten zu religiöser und ethnischer Vielfalt, zu Diskriminierung und Rassismus und auch mit der Wissensproduktion zu Islam und MuslimInnen in Europa. Riem Spielhaus ist Mitglied des Rats für Migration und für den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit hat sie gemeinsam mit Jan Düsterhöft eine Analyse aktueller Lehrpläne und Schulbücher
erstellt. Schön, dass Sie da sind. Anja Mittelbeck, sie war oder ist Mitglied der unabhängigen Expertenkommission Muslimfeindlichkeit, seit 2019 Professorin für Religionstheologie und Religionswissenschaft am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Ihre Habilitation im Fach Theologie interkulturell und Studium der Religion erfolgte 2017 an der Universität Salzburg mit der Schrift Cum Estimatione, eine christliche Islamtheologie. Die Schwerpunkte ihrer aktuellen Forschung liegen unter anderem bei christlich-muslimischen Beziehungen, Religionstheologie, interkultureller Theologie und Gender und Religion. Sie ist Beraterin der Unterkommission Interreligiöser Dialog der DBK. Sie ist Mitherausgeberin vom Publikforum, einer Zeitschrift, in der das Zeitgeschehen in Politik und Gesellschaft, Wissenschaft, Kirchen und Religion kommentiert wird. Und sie ist Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Ja, und schließlich Kai Hafetz. Er ist Professor für internationale interkulturelle Kommunikationswissenschaft an der Uni Erfurt, außerdem ausgebildeter Politologe mit Schwerpunkten im Bereich Medien und Rassismus und Muslimfeindlichkeit, globaler Kommunikation, Medien in Nahost, islamisch-westliche Beziehungen. Er war Mitarbeiter des ehemaligen Deutschen Orient-Instituts in Hamburg und Gastforscher und Professor an den Universitäten Oxford, Bern und der American University in Kairo. Und zu, ich nenne kurz mal eine der bekanntesten oder der aktuelleren Publikationen, die Wahrnehmung des Islams in Deutschland 2015, der Islam in der liberalen Gesellschaft Deutschlands und Europas oder vielleicht auch doch noch eine vergangenere, das Nahost- und Islambild der deutschen Presse. Auch er ist Mitglied der unabhängigen Expertenkommission Muslimfeindlichkeit und hat an diesem Bericht, über den wir heute sprechen, mitgewirkt und mitgearbeitet. Vielen Dank, schön, dass Sie alle da sind. Und dann würde ich sagen, Ihnen, Kai Hafetz, das Wort direkt übergeben. Und wir hören jetzt zuerst von jedem ein kurzes Statement zur Problematik aus Ihrer Sicht, Ihrer Perspektive, Ihrer Expertise. Und ich übergebe das Wort an Herrn Hafetz. Okay, wie lange darf ich sprechen? also herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, Sava. Ich muss sagen, ich habe heute Nacht davon geträumt, dass ich meine Examensprüfung wieder hätte. Also das mag mit dieser Aufgeladenheit des gesamten Themas zu tun haben, komischerweise in Anglistik, das habe ich nur mal so ein Jahr studiert. Egal, wir sind alle ein bisschen aufgeregt vielleicht im Moment. Und ich möchte auch zu diesem Kontext Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit ist gar nicht viel sagen. Nur, dass man es vielleicht auch hier mal ein bisschen versachlicht. Es gibt ein paar empirische Daten dazu. Ja, Antisemitismus ist gesteigert in der muslimischen Bevölkerung, aber nicht so extrem, wie wir es verhandeln. Und es hat natürlich was mit der Genese des Nahostkonflikts zu tun. Ich finde es auch nicht so verwunderlich, dass Gruppen, die diskriminiert werden, ihrerseits diskriminieren. Das ist irgendwie ein relativ normaler, leider relativ normaler Zusammenhang. Es gibt wahrscheinlich auch Muslimfeindlichkeit unter israelischen und jüdischen Bevölkerung. Gibt es wenig Befunde zu, aber wahrscheinlich ist es, ein paar Publikationen gibt es dazu. Also wir sind alle nicht sauber, was Rassismus angeht. Es ist ein weltweites Phänomen. Diskriminierung von Gruppen, Machtkontexte spielen viele Fragen rein. Ich habe 1999 eine große Konferenz gemacht mit dem Zentralrat der Juden und der Muslime. 400 Leute, katholische Akademie mit Ignaz Bubis damals. Interessanterweise ist es uns damals gelungen, den Nahostkonflikt auszublenden. Einmal zu sagen, wir machen hier eine Tagung ohne Nahostkonflikt. Und die anwesenden Jüdinnen, Juden und Musliminnen waren sich relativ einig, dass sie auch gemeinsame, geteilte Probleme haben, nämlich Rassismus, dem sie ausgesetzt sind in Deutschland. So, das kleine Vorrede. Befunde des Berichtes. Also ich war jetzt primär zuständig für die Kapitel über Politik und Medien und so weiter. Und ich möchte vielleicht mal ein, zwei Dinge nennen. Einmal vielleicht im Medienbereich, das wurde eben angedeutet von Saba. Hat sich was verändert? Sicher, es verändern sich Dinge. Wir haben neue Stimmen, wir haben neue Interpretationen in Medien, wir haben manchmal sensible Artikel, wir haben sensible Beiträge. Aber was sich nicht verändert, du hast es erwähnt, ist die Grundstruktur der thematischen Schieflage. Konfliktperspektive auf die islamische Welt ist einfach kontinuierlich über Jahrzehnte empirisch nachweisbar. Wir haben eine Studie der FU Berlin in Auftrag gegeben, um das zu aktualisieren. 60% aller Beiträge in den deutschen Printmedien beschäftigen sich mit Islam im Kontext von Terror, Migrationskonflikten und so weiter. Also viel negativer kann es nicht sein. Der gesamte Kultur- und Theologiesektor, der findet nicht statt.
wesentlich stärker sogar noch im Fernsehen, bis zu 90% geht das hoch. Also wenn ich Nachrichten erzeuge, die irgendwie einen Islambezug haben, im Fernsehen, in den elektronischen Massenmedien, dann ist das ganz, ganz überwiegend negativ. Das ist insofern ein Problem. Viele Journalisten sagen, ja, so what, diese Probleme gibt es doch, leugne ich gar nicht. Aber es gibt sowas wie, das nennen wir diskursiven Rassismus. Der stellt sich nicht her über klassische Vorurteile, dass ich sage, alle Muslime sind so und so negativ, sondern der ist im Diskursgeschehen da. Wenn ich immer wieder negative Themen, geradezu, man muss schon fast sagen, neurotisch aus dem Hut zaubere, dann darf ich mich irgendwann nicht wundern, dass die Bevölkerung Angst hat. Und das ist eben das Problem, ist die Medienberichterstattung, die hohe Negativbelastung korreliert mit der hohen Negativbelastung der öffentlichen Meinungslage. Wie jetzt eine Korrelation, als Kommunikationswissenschaftler habe ich Schwierigkeiten, Wirkungen nachzuweisen, aber die Wirkung ist hochplausibel und es gibt einzelne Studien, die das nachweisen. Ergo, lange Rede, kurzer Sinn, die Medien sind schon mitverantwortlich für das negative Klima, wenn es um Muslime und Islam geht in Deutschland. So, das ist aber an und für sich nur nicht so unbekannt. Was interessant war an unserer Arbeit im UEM, ist, dass wir mit JournalistInnen selbst gesprochen haben. Wir haben große Hearings gemacht, aus allen großen Redaktionen anonymisiert, sehen Sie das bitte nach, aber es ging nicht anders, weil diese Leute nur über ihre Arbeit erzählen, wenn das anonym stattfindet. Weil man natürlich aus dem, ich sage jetzt mal ganz generell, Spiegel, Süddeutsche heraus nicht einfach erzählen kann, wie es ist. Da kriegt man im Zweifel sehr viel Ärger mit seinem eigenen Medium. Interessant für uns war, dass wir einen Einblick in die Produktionsverhältnisse bekommen haben. Ja, es gibt kaum Chefredaktionen in Deutschland, die einen Plan haben, wenn es zum Thema Muslimfeindlichkeit kommt. Die Sensibilisierung ist äußerst niedrig auf den Leitungsebenen. Es gibt Chefredakteure, die ganz klar sagen, dass auch kommerzielle Interessen im Spiel sind. Muslimfeindlichkeit, ehrlich gesagt, verkauft sich gut. Wenn ich eine Titelgeschichte bekomme in manchen Medien, negatives Islambild, das verkauft sich gut. Das kann ich Ihnen numerisch nachweisen, sind mit die bestverkauften Titel in Deutschland. Also offensichtlich ein etabliertes Feindbild, das dann kommerziell nutzbar ist. Sowas wurde uns aus dem Inneren des Mediensystems dann wiederum bestätigt. Zweites Thema Quellennutzung. Die Quellen werden einfach nicht in der Weise genutzt, wie ich mir das als ehemaliger Mitarbeiter eines Orient-Instituts auch wünschen würde. Fremdsprachliche Quellen. Quellen aus dem Nahen Osten, aus der islamischen Welt, in verschiedenen Sprachen. Die Kompetenz ist noch unterentwickelt in deutschen Medienhäusern. Diversität ist ein Riesenproblem. Wir haben immer mehr Diversität scheinbar, hier und da doch auch Journalisten, Journalistinnen mit einem entsprechenden muslimischen Hintergrund, was ich nicht schlecht finde, weil das Erfahrungswelten sind, die mitgebracht werden. Aber noch nicht, viele Journalisten sagen, noch nicht die kritische Masse, um wirklich inhaltlich Richtungen zu verändern. Das heißt, hier ist ganz häufig noch das Gefühl da, ich bin zwar als Muslimin jetzt vielleicht eingestellt worden, aber ich muss im Mainstream mitschwimmen. Zum Teil wird uns wörtlich gesagt, zu stark darf ich mich nicht einsetzen, denn dann unterliege ich dem Verdacht, irgendwie islamophil zu sein. Und ergo bin ich da ganz vorsichtig, also Alibi-Position. Solche Dinge waren interessant. Zweites Thema, wenn ich noch drei Sätze sagen darf, zum politischen Bereich. Etwas, worüber wir selten reden, ich nenne das mal institutioneller Rassismus im politischen System. Das war ja mein zweites großes Standbein. Und ich sage es jetzt mal ganz kokett, wir haben auch eine Politikerin hier sitzen, die wird mir gleich widersprechen. Aber so ein ganz klein wenig stinkt der Fisch vom Kopf her. Das heißt, wir haben Probleme auch im politischen System. Ich fange mal an auf allen Ebenen. Wir haben ja Untersuchungen veranlasst auf allen Ebenen. Führungsämter, Bundespräsidenten, Bundeskanzler und so weiter. Wir haben in den letzten Jahren erfreuliche Bekenntnisse, Islam gehört zu Deutschland. Sie können sich alle erinnern, Christian Wulff, Angela Merkel hat es irgendwann gesagt. Also das waren, sagen wir mal, für, ich denke mal, viele Muslime und Musliminnen war das herzerwärmend. Weil endlich mal ein deutscher Politiker, Politikerin sagte, okay, ihr gehört einfach dazu. Wir finden euch vielleicht nicht immer nett, aber ihr gehört dazu. Aber okay. Das hat sich leider nicht durchgesetzt, dieser Slogan. Wenn man jetzt mit den führenden Leuten redet, in ähnlichen Positionen, und das ist O-Ton, was ich jetzt hier wiedergebe, wird einem gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, solch ein Slogan. Das drücken wir heute nicht mehr so aus. Wir drücken das anders aus. Wir sagen, die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu Deutschland, aber nicht der Islam. Also Sie kennen diese Art von Debatten,
die da ein bisschen darauf hinauslaufen, dass ich mich frage, wie steht es mit unserer Symbolpolitik an der Stelle? Haben wir ein klares Bekenntnis aus den Führungsetagen? Großes Fragezeichen. Und ich gehe mal noch ein bisschen tiefer runter in die Sicherheitsbehörden. Wir haben selbst, Saba weiß das, Vorfälle gehabt, dass wir, ich sage das jetzt einfach mal so, vielleicht von Fällen erfahren haben, wo Leute nicht eingestellt werden konnten, also Muslime, Musliminnen in den öffentlichen Diensten in Deutschland, weil irgendwie ein Extremismusverdacht vom Verfassungsschutz geäußert wurde. Das Problem war nur, das war nie transparent. Diese Personen konnten das nicht justiziabel machen. Da war einfach ein Vorwurf im Hintergrund vom Verfassungsschutz und ergo hat man eine Karriere verhindert. Solche Fälle haben wir aufgearbeitet. Und wir müssen sagen, naja, Sicherheitsbehörden haben dabei beim Thema Islam häufig eine ganz starke Sicherheitsfixierung. Sie sollen ihren Job machen. Ich habe nichts gegen Verfassungsschutz, der schützt uns alle, auch vor der AfD oder ne, vielleicht sogar. Aber es gibt hier auch intransparente Probleme, wo wir drüber nachdenken müssen, haben wir im politischen System irgendwie auch einen strukturellen Bias? Gibt es da Vorurteilsstrukturen, auch bei entscheidenden Sicherheitsstrukturen? Im Verfassungsschutzbericht selbst, noch ein Beispiel, taucht der Begriff Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit so gut wie gar nicht auf. Islamismus taucht über 100 Mal auf. Das heißt, wir haben hier auch gewisse Schieflagen in der Sensibilisierung für Muslime als Opfer, dass sie auch Täter sind. Ich habe damit kein Problem, das zu sagen. Das ist so. Aber sie sind eben auch Opfer. Und das ist doch ganz klar, das gilt, glaube ich, für alle sozialen Gruppen. Also hier müssen wir was tun. Letzte Bemerkung, dann halte ich die Klappe, sorry. Polizei. Innenminister Seehofer hat gesagt, es gibt keine Studien, wir müssen mal eine in Auftrag geben. Beim Thema Muslimfeindlichkeit stimmt das ehrlich gesagt nicht. Es gibt gute empirische Studien, die sind 5, 6, 7 Jahre alt, über die Einstellungsbelastung im deutschen Polizeiapparat, wenn es zum Thema Islam kommt. Und die sind nicht gerade charmant. 60% unserer Polizisten, Polizistinnen möchte nicht in muslimischen Nachbarschaften leben selbst. Es gibt da wirklich relativ knallharte Vorurteilsstrukturen auch. Jetzt ist das Argument von Politikern an der Stelle, naja, das ist aber nicht stärker belastet als im Rest der Bevölkerung. Nur die Belastung im Rest der Bevölkerung ist hoch. Also ergo frage ich mich, ist das eigentlich, sind wir damit zufrieden? Und ich habe eine Mitarbeiterin, die früher Schulungen an Führungsakademien der Polizei in Deutschland gemacht hat zum Thema Islamfeindlichkeit. Und die immer völlig frustriert und psychisch fertig von solchen Veranstaltungen wiederkam, weil ihr ein Zynismus entgegengeschlagen ist bei dem Thema. So nach dem Motto, das Problem gibt es doch gar nicht und Muslime sind sozusagen dann eben doch nur Täter. Ich kann das aus der Perspektive von Polizisten, Polizistinnen vielleicht sogar subjektiv irgendwie verstehen. Wenn ich jeden Tag Probleme dieser Art sehe, habe ich irgendwann vielleicht so ein pauschales Bild. Ja, aber das heißt doch auf gut Deutsch, dass wir wirklich massiv mit Weiterbildung dagegen arbeiten müssen. Hier muss Bildungsarbeit her. Und das wäre meine letzte Bemerkung. Struktureller Rassismus. Ja, wir haben im Bericht viele Indikatoren dafür, in Politik und Medien. Und nein, es wird nicht genug dagegen getan. Das wäre mein Hinweis, trotz UEM. Wir sind der Innenbehörde dankbar, dass wir das machen durften. Ich glaube, es hat auch ein bisschen Vorbildcharakter, wenn ich mal was Lobendes sagen darf, in Richtung der jetzigen Regierung. Weltweit gibt es so einen Überblick, glaube ich, noch nicht. Ist auch gut, dass wir den in mehreren Sprachen publiziert haben. Aber jetzt müssen wir auch Butter bei die Fische machen. Es müssen auch Folgerungen gezogen werden und politische Konsequenzen. So, jetzt bin ich bei Ihnen. Ja, vielleicht kann ich bei dem Letztgenannten direkt anschließen, denn es müssen auch jetzt Dinge erfolgen, es müssen die vielen Handlungsempfehlungen, die wir notiert haben, umgesetzt werden und auch dafür einzutreten, ist mir ein großes Anliegen. Also deswegen freue ich mich auch, dass wir heute diese Veranstaltung machen können, um den Bericht überhaupt noch mal etwas näher anzuschauen, mit all seinen Teilbereichen, die du, Kai, jetzt schon benannt hast und Saba hat es auch getan. Wir haben uns mit den verschiedensten Bereichen hier beschäftigt. Wir haben aber auch andere Bereiche noch gar nicht näher untersucht. Also wir haben in vielen Bereichen auch nur Pilotstudien gemacht bisher. Wenngleich wir wirklich sorgsam versucht haben, zusammenzutragen, was an aktuellen Studien da ist. Wir haben viele
Experten-Hearings machen können, wir haben viele Befragungen machen können, wir haben eigene Studien in Auftrag geben können. Ja, das war wertvoll, aber der ganze Bereich Wohnungsmarkt und Arbeitssuche und so weiter ist ja bei uns nur am Rande benannt. Da gibt es auch Studien, klar, und das ist vielleicht schon das bekanntere Phänomen, aber wir haben bei weitem noch gar nicht alles abgeschritten. Und trotzdem bin ich froh, dass wir diese Bilanz vorgelegt haben und gleichzeitig ja, bin ich skeptisch, was die Rezeption angeht. Also ob es uns nun wirklich gelingt, diese Handlungsempfehlungen immer wieder vorzutragen und wer tut es eigentlich in den einzelnen Bereichen, die wir sehr konkret aufgeschrieben haben, die wir für den Bereich Bildung aufgeschrieben haben, die wir für den Bereich Politik aufgeschrieben haben und die irgendwie sehr klare Punkte benennen, da hoffe ich doch sehr, dass wir auch hier mittelfristig nochmal die Listen vornehmen und hoffentlich an der einen oder anderen Stelle ein Häkchen setzen können. Also da bitte ich auch alle mit zu unterstützen und die sich hier in diesen Feldern tätig sind, da immer mal wieder nachzufragen, was eigentlich daraus geworden ist. Wir haben in der Einleitung von Sabino Shima schon gehört, dass wir ein bisschen mit dem Begriff nicht gerungen haben, sondern uns ausgetauscht haben, wie nennen wir das Kind, ja? Ist es Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und die Debatten kennen Sie alle rauf und runter. Was für mich im Laufe der Zusammenarbeit der letzten zweieinhalb Jahre, ganz unabhängig davon, wie man die Begriffe ineinander lesen kann und lesen muss, zutage getreten ist, ist wirklich ein Erstaunen darüber, wie wenig Bewusstsein für die Tatsachen selber oder für die Sachverhalte selber bestehen. Also wie wenig Empathie es für strukturellen oder überhaupt Bewusstsein es für strukturellen oder institutionalisierten antimuslimischen Rassismus gibt. Also dass man, sobald es ein bisschen subtiler ist, sofort da Abblendungen hat. Die Alltäglichkeit der ganzen Debatte, auch der ganzen Relevanz der Frage geleugnet wird. Also als ich erzählt habe, auch in meinen Kontexten, dass ich an diesem Bericht mitarbeite, ist mir vielfach auch noch so etwas mit aufgetragen worden, was wir auch noch sagen müssen und was doch bitte Eingang finden müsste, wenn man doch über Muslime und Islam in Deutschland etwas sagen wolle. Also die Relevanz des Themas immer wieder hochzuhalten, das wäre mein erster Punkt, die Relevanz des Themas immer wieder an vielen Beispielen zu verdeutlichen und zu sagen, wir haben mit diesem Bericht, denke ich, wirklich nachgewiesen, Deutschland hat ein Problem mit strukturellem und auch institutionellem Rassismus in diesem Feld. Und das beginnt nicht erst, wenn irgendjemand bespuckt wird oder das Kopftuch in der U-Bahn heruntergerissen wird und so weiter. Ich denke, die Beispiele sind Ihnen allen vor Augen. Ich habe selbst auch zum Beispiel in dem Bereich Kultur mitgearbeitet. Wir haben Hearings gemacht mit Menschen, die im Ausstellungswesen unterwegs sind und quasi Islam ausstellen, in Anführungszeichen. Also da war es auch sehr, sehr erstaunlich, wie stark man hier noch in der historischen Dimension unterwegs ist und den Islam als das Andere, das Fremde und so weiter immer wieder produziert mit ganz kurzem religionskundlichem Wissen, was dann irgendwie noch beigefügt wird, aber keinesfalls hier innovative Konzepte. Und es war sehr interessant zu hören, wie auch die Leiter der oder LeiterInnen, meistens waren es Leiter der großen Museen, ja auch auf Sachzwänge verwiesen und sagten, also ja, wenn wir eine Ausstellung in diesem Bereich machen, muss sie sich ja auch entsprechend verkaufen und so weiter und so weiter. Also auch hier fehlende Repräsentanz in den entsprechenden Gremien, in allen Bereichen, aber auch fehlende vielleicht Sensibilisierung, die auch hier noch stattfindet. Also überall, in allen Dimensionen waren es eigentlich diese beiden Schlüsselbegriffe, also fehlende Partizipation, fehlende Repräsentation, die wir immer wieder ausmachen konnten. Aber auch die Notwendigkeit, die wir ja auch in den Handlungsempfehlungen aufgelistet haben, von noch weit mehr rassismuskritischen, diversitäts- und religionssensiblen Fort- und Weiterbildungen, die zu erfolgen haben in verschiedenen Bereichen, ist, denke ich, ein zentrales Ergebnis, was wir mit dem Bericht auch in vielen Facetten deutlich gemacht haben. Also ich möchte einfach nur vielleicht zunächst mit diesem Einstieg hier das Feld eröffnen. Ich selbst, und da können wir vielleicht im weiteren Gespräch noch drauf zurückkommen, habe natürlich mit der dezidiert religionsbezogenen Perspektive auch viel zu tun gehabt. Also wenngleich gilt, dass es absolut notwendig ist, Muslimfeindlichkeit und Rassismus immer zusammenzudenken, so gibt es doch eben auch Muslimfeindlichkeit, die Musliminnen und Muslime in diesem Land betrifft. Und da bin ich halt selbst sehr viel in der Beobachtung, aber auch Teil von interreligiösen Dialogen unterwegs. Und inwiefern diese auch wiederum ambivalent sind zum Teil
eben auch bestimmte Muster in ihrer Themensetzung mitbegleiten, andererseits aber auch betroffen sind von den gesellschaftlichen Verschiebungen, gar nicht mehr zu eigentlichen Kernaufgaben oder ihrem Geschäft kommen. Und was sich da gewandelt hat, wäre auch interessant, vielleicht noch näher zu beschreiben, aber ich denke, ich gebe jetzt zunächst einmal weiter an Riem Spielhaus, die unsere Studie gemacht hat. Ja, vielleicht, Sabah Noshema hat ja von schon einige Zitate aus Schulbüchern gebracht. Ich bringe nicht mehr Zitate, sondern will vielleicht noch mal ein paar Schlaglichter jenseits dessen werfen. Haben wir festgestellt, dass es einen großen Unterschied zwischen den Fächern gibt. Und das, glaube ich, noch mal ganz, ganz wichtig festzuhalten, und das knüpft hier noch mal an das Vorgesagte schon mal an, also die Fächer mit Religionsbezug, also vor allem auch die christlichen Schulbücher oder die Schulbücher für die christlichen Religionslehren enthalten Passagen, zum Teil auch ganze Kapitel, häufig neben dem Judentum zum Islam, in dem der Islam als Religion zur Sprache kommt oder ausgeleuchtet wird. Hier finden sich dann auch das ein oder andere Stereotyp wieder, zum Beispiel wenn letztlich nicht über den Koran oder die Moschee als solche gesprochen werden kann, sondern immer wieder über die Benachteiligung von Frauen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht über die Benachteiligung von Frauen sprechen sollten, aber ich fände das gut, wenn man sowas dann zusammenziehen würde und hier über die Benachteiligung von Frauen in verschiedenen Religionen und der unterschiedlichen Ausformungen dessen auch sprechen könnte oder dann schreiben würde und nicht sozusagen immer hinter jedem Punkt sozusagen das, als ob das die wichtigste Message wäre, wenn es denn mal wirklich dann auch um Religion gehen soll. Aber sozusagen der große Pluspunkt in Religionsfächern und zum Teil auch in Ethik, da hängt es sehr stark von der Schwerpunktsetzung dann auch der Schulbuchmacherinnen ab. Da kommt der Islam als Religion vor. In den anderen Fächern, also gerade auch in Geschichte und vor allem in Politik, kommt der Islam nicht als Religion vor, und selten werden Normen und Dogmen oder der Religionsgründer, Mohammed, so wird er dann häufig bezeichnet in Schulbüchern, genannt oder benannt, sondern es geht um Islam eben im Kontext von Terrorismus, von Extremismus. Wir haben mittlerweile in vielen Politikschulbüchern, wenn es um Extremismen geht, in Deutschland, dann haben wir eine Doppelseite zu Rechtsextremismus, eine zu Linksextremismus und dann eben eine zum religionsbezogenen Extremismus. Und hier heißt das im Prinzip synonym Islamismus. Sehr, sehr selten wird auch nur erwähnt, dass es nochmal andere religionsbezogene Extremismen geben kann oder gibt auf der Welt. Also zum Beispiel wird in einem Schulbuch mal die Aum-Sekte in Japan erwähnt oder auch christlicher Extremismus in Uganda beispielsweise. Aber wie gesagt, sozusagen am Rande. Und der Fokus ist ganz klar auf Extremismus, und da gehört er auch durchaus hin, aber sozusagen diese Gleichsetzung von religionsbezogen mit islamistisch, da sehe ich sozusagen das Problem. Und das zweite Problem, und hier kann ich nochmal bei Kai Hafes anschließen, wir haben gerade in Politikschulbüchern, und da haben wir so eine Kurve, seit 2000 nimmt eben die Erwähnung überhaupt von Islam oder islambezogenen Passagen in Schulbüchern für den Politikunterricht nimmt einfach massiv zu, also exponentiell eigentlich. Und das hat sicherlich, also das hat ganz klar was zu tun, auch mit internationalen Konflikten, und ist nicht überraschend und auch erstmal so nicht problematisch. Aber sozusagen, was daraus erwächst, ist Politikschulbücher, und das ist jetzt nicht im Islamfeld speziell, aber insgesamt gibt es zahlreiche Politikschulbücher, die vor allem Medienartikel, Zeitungsartikel reproduzieren, abbilden und dann dazu im Prinzip die sozusagen zusammenstellen und dann dazu nochmal Aufgabenstellungen vermerken. Und hier sehen wir einfach sozusagen ein Überschwappen der medialen Berichterstattung und mit all ihren Vor- und Nachteilen sozusagen. Und vor allem dann eben auch dem großen Fokus auf eine negativ
Thematisierung. Und das ist eigentlich das aus unserer Sicht dann nach der ganz, ganz konkreten Sichtung auch in einzelnen Schulbüchern das Problem. Also wenn ich sozusagen in jeder Einheit, in jeder Unterrichtseinheit eines Schulbuches, und es gibt so eins, was ich gerade besonders im Blick habe, immer der Islam als das Gegenstück. Also es geht um Demokratie, ja, aber im Islam ist das ein Problem. Es geht um Menschenrechte, ja, aber dann haben wir die Kairoer Erklärung der Menschenrechte, da ist es ein Problem, die Muslime können irgendwie mit Menschenrechten nicht so gut klarkommen. Und so weiter und so weiter. Und sozusagen in jeder Passage kommt der Islam als Gegenstück zu uns. Und dann wären wir wieder bei der Wir-Ihr-Rahmung und dann möchte ich nochmal erklären, warum ist das eigentlich so ein Problem? Ich habe jetzt in den Reden vorab, fällt mir das immer wieder ganz stark auf, aber ich glaube, das wird selten so klar gesagt. Wir haben immer wieder die Gleichsetzung von Muslimen mit Migranten. Und nein, ich bin Islamwissenschaftlerin, ich kann damit nicht leben, das ist nicht dasselbe. Es ist kategorisch, es ist wissenschaftlich, es ist, wenn man da sozusagen mit Sachfragen rangeht, nicht dasselbe und es geht nicht um Political Correctness dabei. Ja, die Gleichsetzung, und die finde ich eben in Schulbüchern auch immer wieder. Und ich sage mal nur ein Beispiel, und das habe ich mittlerweile, ich sammel mittlerweile so eine Abziehbilder, immer dasselbe, was im Prinzip am Ende aus dem Statistischen Bundesamt kommt, die Rahmung, die wir da finden. Es gibt so eine im Kontext Staatsangehörigkeit, also wir, ja, so, der Punkt ist auch ein bisschen, wo kommen Muslime vor oder und dann möglicherweise nicht als Wort, sondern nur als Bild, ja, wo kommen Muslime vor, wo es aber möglicherweise um Integration geht, ja, oben drüber steht Integration, Staatsangehörigkeit, dann haben wir Grafiken und wie gesagt, nicht nur in einem Schulbuch, nicht nur in zwei Schulbüchern, nicht nur in drei Schulbüchern, sondern in 10 oder in 20, also das heißt, alle möglichen Schülerinnen und Schüler können sicher sein, dass sie das sehen, da haben wir Staatsangehörigkeit und die einzubürgern wären, ja, die stehen erstens auf einer türkischen Flagge, immer auf einer türkischen. Ich finde es interessant, wir bürgern offensichtlich nur Türken ein in Deutschland. Was ist mit Polen, was ist mit Neuseeländern und so weiter? Okay, also die Türken wollen eingebürgert werden, könnte man jetzt auch total positiv sehen, fällt mir gerade auf. Und die Frau, im Gegensatz zur Deutschen, die kein Kopftuch trägt, die türkische Frau, die auf der türkischen Fahne steht, hat ein Kopftuch auf. Und zwar immer, die haben unterschiedliche Kopftücher auf. Ich würde es jetzt am liebsten an die Wand werfen, aber die haben Unterschied, also das heißt, da sitzen verschiedene Grafikerinnen oder Grafiker dran und malen immer ein Kopftuch. Und dann habe ich so eine Seite gefunden, neulich nochmal, wo dann unten auch nochmal ein Mädchen an der Werkbank sitzt mit Kopftuch. Also Einbürgerung gleich Kopftuch. Wahnsinnig spannend. Und erstmal mag man es nicht auffällig finden, aber das, was da dran anknüpft, ist das Problem. Fremd, bei uns, in unserer Nachbarschaft, ja, das waren ja auch Überschriften. Und zwar übrigens nicht nur in Medien, sondern auch in Schulbüchern, ja. Wie gehen wir um mit den Muslimen bei uns oder Fremde bei uns? Und dann kommen übrigens auch Jüdinnen und Juden vor und auch die Muslime. Also, und hier komme ich nochmal auf einen anderen Punkt. Das Fremdmachen in Bezug auf Religion hat ja auch eine Tradition. Also wir knüpfen hier auch an antisemitischen Stereotypen teilweise an. Und deswegen finde ich es auch übrigens so wichtig, nochmal ein anderer Grund, das im Kontext von Antisemitismus zu besprechen, übrigens auch im Kontext von Antiziganismus nochmal Unterschiede herauszuarbeiten, die natürlich hier bestehen, aber eben auch Kontinuitäten und nochmal in die Einstellungsforschung schauend, da sehen wir auch, dass ein Stereotyp oder eine Anti-Haltung in Bezug auf Menschengruppen selten allein kommt. Also auch das nochmal ein Bezug, der hier letztlich auch in Schulbüchern festzustellen ist. Und ich muss leider sagen, wenn ich dann solche Befragungen höre und wenn ich einfach nur auf der Grundlage meines Schulbuches diese Befragung beantworten müsste, müsste ich immer die antimuslimische Einstellung ankreuzen, denn das ist das, was mir als Essenz leider im Schulbuch bisher
noch übertragen wird. Und ich sage noch einen letzten Satz, um das nicht als Schelte da stehen zu lassen. Wir sehen aber auch gerade in aktuelleren Schulbüchern ganz andere Tendenzen, wo es nochmal in Reflexion geht. Aber nochmal, die Schulbücher, die momentan im Unterricht sind, sind häufig genau fördernd in Bezug auf antimuslimische Einstellungen. Herr Hafes, Sie wollten da gerne direkt anschließen. Ich wollte das ein bisschen weiterführen sogar. Das, was Riem Spielhaus gerade vorgestellt hat, ist aus meiner Sicht, muss man eigentlich im nächsten Schritt fragen, warum ist das so? Also warum sind die Schulbücher so, wie sie sind und warum sind sie nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern so? Die ersten Untersuchungen dieser Art hatten wir in den späten 80er Jahren, Falaturi und so weiter. Ich will nicht sagen, dass sich nichts verbessert hat und es ist auch bundesländerspezifisch. Also bevor wir zu stark vereinheitlichen, wir sehen schon die Differenzierung. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen akademischen Diskurs, der feststellen lässt, ja, es gibt Veränderungen, es gibt Differenzierung, es gibt auch wahrscheinlich sogar Best-Practice-Modelle, aber es gibt in der Breite, meinetwegen der Schulbuchlandschaft, noch immer gravierende strukturelle Probleme. Du hast sie beschrieben, diese thematische Fixierung auf eben populäre Agenten, die dann häufig negativ sind. Würde ich als ein, Schulbücher müssen antizyklisch sein, sie müssen die gesamte Breite der kulturellen, politischen Entwicklung darstellen und sich nicht nur gehypte Themen rausgreifen. Aber warum ist das so? Auch hier würde ich wieder sagen, und das würde ich jetzt auch nochmal nachtragen von unserem Bericht, ist auch hier ein politisches Steuerungsproblem. Auch hier hat es etwas zu tun mit, ich fange mal an, mit den Versäumnissen deutscher politischer Parteien. Über lange Jahrzehnte hat der Begriff Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit in deutschen Parteiprogrammen nicht stattgefunden. Die Grünen waren die ersten und einzigen lange, die das begriffen hatten und als Problem aufgehoben. Mittlerweile steht es bei der SPD drin, steht sogar, glaube ich, bei der CDU drin, die Linke und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine nachholende Entwicklung. Wir könnten jetzt sagen, das einzige Problem, was wir in Deutschland haben, ist die AfD. Wir haben eine Untersuchung gemacht und ich weiß, das ist nicht relevant für Schulbuch, aber auch wir haben auch Landesprogramme uns angeguckt, also nicht nur Bundesprogramme. Und die zeigt ganz deutlich, die AfD ist muslimfeindlich, wie man nur sein kann. Hier ist manifeste Islamfeindlichkeit. Also hier steht wirklich dran, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Es findet eine Umvolkung statt in einzelnen Parteiprogrammen. Und es gibt auch Vorschläge innerhalb der AfD, wie man die Religionsausübung von Muslimen und Muslimen einschränken kann. Also wir kommen in dem Bericht zu der Erkenntnis, die Programmatik der AfD ist in ihrer Essenz, in ihrem Mainstream islamfeindlich, muslimfeindlich und daher auch verfassungswidrig. Sorry. Übrigens, der Verfassungsschutz sieht das in einigen Berichten ja mittlerweile auch so. Aber wenn wir uns manchmal die Frage stellen, okay, ist es nur in Thüringen, wo ich ja seit 22 Jahren unterrichte und die muss ich auch mal ein bisschen verteidigen, oder in Sachsen-Anhalt so schlimm, wie es ist mit der AfD? Nein, man muss leider sagen, die AfD ist auch in ihrem bundesweiten Ausstrahlung aus meiner Sicht an dieser Stelle, was Muslimfeindlichkeit angeht, widerspricht sie eigentlich den Kernnormen unserer Verfassung. Das Problem ist aber eigentlich im Moment für mich noch ein anderes. Glücklicherweise regiert die AfD ja noch nicht in Deutschland, sondern die anderen Parteien. Und die anderen Parteien scheinen auf der einen Seite alles verstanden zu haben. Da steht ja jetzt Islamfeindlichkeit und so weiter. Das Problem ist nur, und das sagen wir in dem Bericht auch, so einfach ist es auch hier nicht, genau wie mit den Medien. Wir nennen das Brückendiskurse. Wenn Sie in die Programme reinschauen, merken Sie, dass unterhalb des Bekenntnisses, da gibt es ein Problem mit Muslimfeindlichkeit, dann doch irgendwie die alten Konflikte immer wieder nur benannt werden. Der Islam und der Terrorismus, der Islam und die Integrationsverweigerung. Wir haben Bundestagsdebatten analysiert, da haben wir auch ein bisschen Geld investiert in eine schöne Studie, die auch zeigt, ja, wenn es Bundestagsdebatten gibt, dann auf der Basis des Anlasses von Anschlägen, Charlie Hebdo. Ist ja alles richtig. Das Problem ist nur, wir bräuchten auch mal eine Bundestags- oder Landtagsdebatten, in diesem Fall ja, zur Veränderung von Schulbüchern. Das heißt, die Frage wäre ja eigentlich, ist in unserer politischen Klasse der Bewusstseinsstand schon da, hier auch wirklich etwas verändern zu wollen? Unser Eindruck auf der Basis heute, wir würden sagen, einzelne Personen in den Parteien haben das verstanden und kämpfen. Die Parteien an und für sich haben es nicht begriffen.
und sehen es noch nicht so weit oben auf der Agenda stehen, dass hier wirklich etwas getan wird. Und als Wissenschaftler muss ich sagen, gut, ich werde jetzt nächstes Jahr 60, ich kann mir das nicht auf Dauer angucken, so viel Zeit habe ich ja gar nicht mehr. In den letzten 30 Jahren hat sich da nichts Entscheidendes getan. Wir bräuchten eine politische Reformbereitschaft, die sagen würde, wir wollen unsere Lehrpläne und Schulbücher wirklich mal in einer Weise modernisieren, dass alle Formen des Rassismus hier wirklich fokussiert werden. Und darauf warte ich. Ich würde da gern ganz kurz eine Frage anschließen. Sie haben ja eben auch über Symbolpolitik gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, dass es erst immer hieß, der Islam gehört zu Deutschland. Dann wurde das teilweise auch auf der politischen Ebene so ein bisschen umgeändert. Und dann wurde gesagt, die Muslime gehören zu Deutschland. Was würden Sie denn sagen, gerne auch Sie alle, aber vielleicht erstmal Herr Hafez, was wäre denn symbolpolitisch das richtige Statement? Naja, da ist sozusagen es gibt ja quasi so eine Art Kulturenkampf um diese Frage. Die CDU hat sich zuerst dagegen und die CSU haben sich dagegen gewendet. Würde ich schon sagen, der Islam gehört zu Deutschland, ist eigentlich das, was für mich ganz normal und neutral ist. Wie auch das Judentum zu Deutschland gehört, das Christentum und viele andere Bekenntnisse. Was ist daran so problematisch? In einer Zivilgesellschaft, in einem zivilgesellschaftlichen Verständnis von Politik, das nicht aussprechen zu können, ist für mich seltsam. Das muss ich ganz ehrlich sagen und klingt nach einem politischen Vorbehalt, wo wir auch merken, in den politischen Führungsämtern wird immer wieder auf rechte Ressentiments Rücksicht genommen. Hier gibt es offensichtlich tief verwurzelte Vorurteilsstrukturen, die den Politikern und Politikerinnen Angst machen. Man merkt richtig so eine körperliche Angst. Diesen Satz sage ich nicht, weil dann ist die Hälfte meiner Klientel geht wütend auf mich los. Insofern ist das die Hürde, die man nehmen muss. Ich war Kanzlerin Merkel damals sehr dankbar, dass sie es getan hat. Das heißt nur wiederum nicht, dass man eine Islamisierung von Politik Vorschub leisten möchte. Das ist weit davon entfernt. Aber ich denke mal, wenn man solche symbolischen Debatten hat, dann muss man sie auch ernst nehmen und dann ist diese Form des Bekenntnisses richtig und keineswegs, wie ich so aus Führungsetagen heute höre, nicht mehr modern. Ich weiß nicht, was daran modern sein soll, das nicht zu sagen. Es ist ein Zugehörigkeitsbekenntnis aus einer politischen Kultur heraus, die ich für absolut erforderlich halte heutzutage. Es wäre, ich weiß nicht, was man daran so falsch verstehen kann. Auf die Frage würde ich sagen, die Religionsfreiheit, Religions- und Weltanschauungsfreiheit gehört zu Deutschland. Das wäre auch ein Bekenntnis, worüber ich mich freuen würde. Also das nochmal sozusagen breiter zu thematisieren. Aber ich wollte nochmal einhaken bei den Lehrplänen. Und ich glaube, das ist genau ja der Haken oder sozusagen das Rädchen, was Politik hat, was die Landespolitik hat in Bezug auf dann die Inhalte in Schulbüchern, aber auch nochmal fundamentaler dann im Unterricht. Und hier haben wir auch im Auftrag des Expertenkreises genau nachgeschaut, wo wird eigentlich das, ja, wo fallen Wörtchen in Bezug auf Diskriminierung, Islamfeindlichkeit als solche und in ihren verschiedensten Begrifflichkeiten kommt im Prinzip in keinem der untersuchten Lehrpläne vor. Wir haben mittlerweile einen Ethik-Lehrplan in Berlin, im Land Berlin gefunden, wo Islamfeindlichkeit seit 2015 verankert ist, aber dann in den zugehörigen Schulbüchern leider nicht. Das heißt, da sieht man mal, wir brauchen eigentlich mehrere Länder, damit das dann auch wirklich ins Schulbuch eindringt. Also hier nochmal genauer sich anzuschauen, in den verschiedenen Bundesländern, es laufen in verschiedenen Bundesländern momentan auch Lehrplanüberarbeitungen, zum Beispiel in Berlin und in Hamburg. Und in hier wünschte man sich dann eben an der Stelle genau auch ein Auge, und zwar auf verschiedene Diskriminierungsphänomene, würde ich auch sagen, die zusammenzufassen. Ein Begriff, der durchaus vorkommt, ist die Furcht vor den Osmanen. Das ist so in dem ein oder anderen Geschichtsschulbuch. Also im Mittelalter werden auch Juden, Christen und Muslime als Thema genannt. Aber sozusagen die zugespitzte nochmal Thematisierung heute, die fehlt weithin. Aber was kann man sonst noch machen? Vielleicht das, wir freuen uns immer, wenn wir Handlungsoptionen in Schulbüchern finden und nicht nur Bedrohungsnarrative.
Und insofern die Handlungsoption für Schülerinnen und Schüler, für Eltern, aber auch für Selbstorganisationen und Wissenschaftlerinnen beispielsweise wäre, an die Verlage zu schreiben, wenn sie eine Textpassage finden, die wirklich höchst problematisch scheint, an die an die Verlage, an die jeweilige Redaktion schreiben, gern auch ans Georg-Eckert-Institut. Dann können wir einfach nochmal nachschauen, wie sieht das in anderen Schulbüchern aus, möglicherweise der Rhein. Ansonsten kann man auch in den Schulen nochmal Lobbyarbeit betreiben für Schulbücher, die man adäquater findet, und vor allem auch für die aktuelleren Schulbücher, die eben wirklich nochmal Verbesserungen sehen lassen. Ja, um Ihre Frage zu beantworten, ich kann mir kann mich dem Vorschlag sehr gut anschließen, Religionsfreiheit und gehört zu Deutschland, aber lieber wäre mir noch, wenn all diese gehört zu Deutschland-Diskussionen völlig obsolet würden und wir diese ganzen Diskussionen, die dann letztlich doch wieder in Dichotomien laufen, nicht mehr führen müssten, aber das ist ein weiteres Ziel. Also du hast gerade noch mal adressiert, dass wir bei der AfD eben diese manifeste Islamfeindschaft haben. Wir haben das ja auch erleben dürfen bei den Gesprächen mit den religionspolitischen Sprechern der verschiedenen Parteien. Ich dachte, der Vertreter der AfD würde sich dort zumindest uns gegenüber ein wenig Mühe geben, etwas stärker zu verhehlen, was so seine Positionen sind, und war doch für Bass erschauend, was uns da unmittelbar entgegenkam. Aber ich muss sagen, auch bei einigen anderen Parteien war ich sehr überrascht, wie wenig hinter der Überschrift dann noch kam. Also wie wenig hinter Verständnis eigentlich für das, was antimuslimischen Rassismus in all seinen Dimensionen so ausmachen kann und ausmacht, da eigentlich präsent war. Und insofern ist da auch noch Luft nach oben. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir uns auch interessieren für die Felder, wo so Scharnierfunktionen sind, wo so Durchlässigkeiten sind, wo das, was jetzt die neue Mittelstudie auch herausgearbeitet hat, wo eigentlich etwas sich verschoben hat und wirklich selbstverständliche antimuslimische und auch antisemitische Haltung in breite Mitte der Gesellschaft eingewandert sind. Also wir haben unter anderem eine kleine Detailstudie gemacht im Bereich Medien zu den christlichen Medien. Da hat uns das unter anderem interessiert. Also das hat die Grit Klinkhammer übernommen, um hier mal zu schauen, wie wird eigentlich dort mit der Islam-Thematik in Anführungszeichen natürlich gesprochen umgegangen. Also um hier eine erste Einschätzung zu bekommen, eine Pilotstudie beauftragt. Und dort wurden verschiedenste Magazine untersucht, Online-Magazine. Und natürlich ist bekannt, dass es generell keine nennenswerte Abweichung vom Durchschnitt der Bevölkerung gibt bei Christinnen und Christen, was das geht. Gleichwohl war dann auszumachen sehr wohl eine Ambivalenz und Unsicherheit im Umgang mit dem Thema von Islam und Muslimen. Also wir haben zum Teil dort gefunden, im breiten Spektrum der Zeitschriften sehr ausgewogene Berichterstattungen, aber eben auch in einem Teil der Hefte abwertende und negative Berichte. Und was interessant war und weswegen ich jetzt in Bezug auf Scharnierfunktionen darauf zu sprechen kam, war für mich die Frage, inwiefern, wenn es so ambivalent auch zum Teil sich vollzieht, ist das, wo eben offen antimuslimisch argumentiert wird, wo ganz, also zum Beispiel beim Fels, bei Neue Ordnung, Tagespost, also diese rechten Blätter, die dort untersucht wurden, wie leicht solche Bedrohungsszenarien auch mit ganzen historischen Dimensionen wieder aktiviert werden können, mit diesen Ideen der Verlust der europäischen Identität, mit irgendwie Flüchtlingsbedrohungsszenarien und so weiter, alles das ist Ihnen bekannt. Aber wie fließend dann so auch Übergänge sind und wie dann doch auch Übernahmen erfolgen, das ist jetzt sicherlich kein Spezifikum der christlichen Medien, sondern eben auch in anderen Bereichen. Aber ich glaube, genau auf diese Scharnierfunktionen und auf diese dann abgeschwächten Muster, die dann doch transportiert werden, auf diese Einseitigkeiten müssen wir achten. Selbst wenn dann zum Beispiel bei evangelisch.de war dann signifikant, dass man sich besonders die liberalen Muslime sucht, die man dann für Interviews einlädt, um dann herauszustellen, dass sie ja besonders irgendwie hervorzuhebende Beispiele sind, ne? Der Subtext ist klar, den ich jetzt hier andeuten will. Natürlich ist die Mehrheit doch irgendwie anders, ja. Und wir wollen das jetzt mal hier vorstellen, um eben zu sagen, die sind dann doch nicht alle gleich, ja. Also solche Prozesse auch des Otherings, die auch dadurch stattfinden, dass man eigentlich wohlmeint ist, in den Blick zu nehmen, zu kritisieren und dafür eine Aufmerksamkeit zu generieren. Genauer hinzuschauen, wo sind diese Durchlässigkeiten und wo passiert da eigentlich was? Ich glaube, da ist noch viel zu tun und viel zu untersuchen. Und das vielleicht noch als einen Einwurf. Sie haben, glaube ich, noch eine Frage. Ich möchte gerne auf diesen interreligiösen Dialog nochmal zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gerade christliche Medien, christliche Zeitschriften vor allem genannt, die Scharnierfunktion gerade auch benannt. Ich würde da gerne nochmal konkreter nachfragen, inwiefern kann denn interreligiöser Dialog zwischen etwa ja Christen und Muslimen zur Überwindung von Muslimfeindlichkeit beitragen und kann es nicht eventuell auch sogar in das Gegenteil umschlagen und eben genau
das Gegenteilige auslösen. Also ich glaube tatsächlich, dass bei dem Themensetting auch von Fachkonferenzen in dem Feld oder von Begegnungsformaten auch viel schief gehen kann. Da partizipieren diese Dialoge auch immer an dem, was so gesellschaftlich insgesamt passiert. Aber ich glaube, dass das Grundanliegen der Verständigung hier das stärker Tragende ist. Wenn ich ein Beispiel geben darf, in dieser Funktion als Beraterin sind wir in der letzten Woche zusammengekommen, also der Deutschen Bischofskonferenz und dieser Kommission Interreligiöses, in der letzten Woche 5 Stunden zusammengekommen mit dem Koordinierungsrat der Muslime. Da sitzen die sogenannten Verbändevertreter. Da kann man schon drüber streiten, ob das in diesen Zeiten sinnvoll ist, das zu tun, sich mit DITIB, Milli Görisch und den ganzen Herren an einen Tisch zu setzen. Also nebenbei bemerkt, wenn wir schon über Diskriminierung von Frauen sprechen, dann ist es erst dann legitim, wenn auch die strukturelle Diskriminierung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche mal aufs Tableau kommt, in den Schulbüchern. Aber das nur kleiner Seiteneinwurf. Nee, das steht noch nicht in Schulbüchern. Ja, ich wundere mich auch jeden Tag wieder. Aber wo wollte ich hin? Achso, die Dialoge. Wir sind da zum Beispiel zusammengekommen, haben gesessen und beraten, auch angesichts der jüngsten Entwicklung. Ich glaube, dass bei allem, was da auch schief gehen kann, bei allem, was da auch problematisch ist und was bei allem, was man auch in Frage stellen kann, setzt man sich in diesen Tagen mit wem an den Tisch und mit wem macht man auch noch Fotos, ja, es trotzdem unverzichtbar ist, weil wir hier auch über jetzt inzwischen etwa 20 Jahre eine gute Vertrauensbasis geschaffen haben, wo eben auch offene und ehrliche Gespräche weitgehend möglich sind und vieles adressiert werden kann. Insofern gibt es dazu keine echte Alternative und ich glaube, dass bundesweite interreligiöse Bündnisse, auch unabhängig davon, was die christlichen Kirchen so tun und treiben in ihrem Bemühen, Räte der Religion, Formate wie Coexiste oder Religions for Peace in der deutschen Sektion und so weiter, dass das alles unverzichtbare Ebenen sind der Verständigung, die auch viel beitragen können. Also ich glaube, da ist die Chance insgesamt höher als das Risiko, aber natürlich ist das auch immer nicht von der Gesellschaft losgelöst und zum Teil aber auch durchaus belastet. Man kommt eben gar nicht mehr zu dem, über das man eigentlich sprechen will, weil man sich wieder auseinandersetzen muss mit dem, was das Ganze gerade wieder überlagert. Und ich denke, 9/11 ist da nur ein Beispiel gewesen. Kurze Ergänzung noch. Du hast jetzt gerade ein wunderbares Beispiel dafür gegeben, was ich finde, was wir verstehen müssen an Muslimfeindlichkeit und wo genau die Grenze ist zwischen vielleicht legitimer Kritik und dann doch auch Feindlichkeit. Sie verläuft nämlich in dieser unterschiedlichen Akzentuierung von Themen. Also wir sind heute in einer eher politisch korrekten Zeit in der breiten Öffentlichkeit unterwegs, wo die einfache Beleidigung von Gruppen stigmatisiert ist, zum Glück. Aber ich glaube, wir tun unterschwellig genau das immer noch, durch unsere Selektivität des Blickwinkels. Also warum stehen Probleme der katholischen Kirche noch nicht so in Schulbüchern? Wir haben ja eine Menge Probleme, die Stellung von Frauen, Pädophilie, müsste eigentlich längst, das ist ein Tatbestand, der eigentlich längst auch in Schulbüchern verhandelt. Warum stehen sozusagen beim Thema Islam dann ganz überwiegend die negativen Aspekte und vielleicht gar nicht so sehr die theologischen, gesellschaftlichen Dimensionen im Blick? Diese Akzentverschiebung finde ich wirklich faszinierend. Also es geht nicht darum, dass man einzelne Kritik nicht übt, sondern dass man überlegt, wann legitime Kritik umschlägt in irgendwie sowas wie einen völlig übertriebenen Blickwinkel auf den anderen oder die andere. Und das finde ich so entscheidend. Ich kann ja Kritik üben, ich kann Kritik üben an Israel, ich kann Kritik üben an Muslimen, und gar kein Problem. Die Frage ist doch nur, habe ich noch was anderes zu bieten? Und was ist das sozusagen, was ich vielleicht auch mal dagegen halten könnte? Denn dass die Lebensrealität von, keine Ahnung, 1,52 Milliarden Muslimen und Musliminnen auf der Welt nur negativ ist, das ist ja einfach nicht glaubhaft. Jeder, der im Nahen Osten unterwegs ist, weiß, dass das auch in den heutigen Krisenzeiten so nicht stimmt. Wenn ich die christlichen, eher fundamentalistisch orientierten Medien mir angucke, habe ich das Gefühl, dass Christen eigentlich nur und Christinnen nur verfolgt werden im Nahen Osten. Also da könnte ich jetzt lange, aber in Kairo allein gibt es 200 Kirchen. Es gibt in den Golfstaaten Kirchen neben Moscheen. Also es gibt auch eine andere Realität gelebter Christlichkeit im Orient, die nicht ständig gefährdet ist. Und das einmal auch vielleicht zu erkennen und zu sehen, neben den tatsächlichen Verfolgungen, die stattfinden, das finde ich eine faire Betrachtungsweise. Und hier finde ich, hapert es immer so ein bisschen. Wir leben unsere unterschwelligen Rassismen, nenne ich es jetzt mal, und unser Unwohlsein beim Thema Islam, Muslime, Orient, sehr stark an dieser Akzentverschiebung aus, an diesem übertriebenen Kritizismus,
wo wir einfach nichts Positives mehr gelten lassen. Und das ist jetzt keine Positivverklärung meinerseits, weil ich all diese Probleme kenne. Ich habe schon über politischen Islam und so weiter publiziert und ich kenne alles, was Sie da an Problemen nennen könnten. Aber dennoch kenne ich auch die Differenzierung von Lebensrealitäten, sowohl hier als auch im Nahen Osten, Mittleren Osten. Und das müsste Einzug halten. Und da müsste ich glaube, unser Kritikverständnis muss sich da feinjustieren. Sonst wird der Rassismus immer wieder neue Formen erfinden, um uns doch letztendlich zu beherrschen. Und darüber müssen wir uns klar werden. Bevor ich jetzt die Publikumsfragen eröffne, noch eine letzte Frage an Sie. Auch Herr Hafes als Journalistin, als Redakteurin, würde ich gerne nochmal das Thema Medienberichterstattung aufgreifen, Bebilderung, Framing von Islam oder muslimischen Inhalten. Sie haben eben kurz auch angedeutet, dass sich das durchaus auch schon verbessert hat. Ich würde gerne wissen, eine konkrete Handlungsempfehlung für Medienschaffende und eben auch, wo hat sich was getan, worauf muss geachtet werden? Im visuellen Bereich, Bebilderung tatsächlich, visuelle Kommunikation. Also man hatte in den letzten Jahren häufig das Gefühl, dass visuelle Stereotype vom Text ins Bild gewandert sind. Also dass sie sozusagen im Text vermieden werden, dass sie aber im Bild wieder auftauchen. Also dann haben Sie bei jedem Thema kopftuchtragende Muslimin, obwohl es auch nicht kopftuchtragende Musliminnen gibt, und zwar nicht zu wenigen. Die Frage ist dann für Redakteure immer, wie bebildere ich das? Wie entkomme ich dem Stereotyp visuell? Also wie kann ich einerseits thematisieren, ohne andererseits zu stigmatisieren? Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Man muss sich neue Kontexte suchen, man muss sich nur darüber im Klaren sein, glaube ich, dass die visuelle Welt ja eine eigene ist. Was weiß ich, wenn Sie Koran mit Kalaschnikow zeigen oder bei Terrorberichten findet man häufig dann ein Bild der Kaaba in Mekka. Das ist so, als wenn Sie bei Terror vom IRA, Terror Irish Republican Army, irgendwie ein Bild des der katholischen Petersdoms mit einbauen oder so. Das macht keinen Sinn. Und es macht nur sehr, sehr begrenzt Sinn. Das heißt, eine visuelle Sensibilisierung dafür, wann Bildkontexte zu Stereotypen neigen. Und das bedarf, glaube ich, einer eigenen Schulung, habe ich ein bisschen das Gefühl. Und das wäre fast eine Frage an Sie. Sind die Redaktionen zu getrennt? Manchmal hat man das Gefühl, dass es eigene Bildredaktionen gibt, die sowas wie ein Eigenleben führen. Gerade das Cover des Spiegel zum Beispiel, das hat mich auch schon des Öfteren mal beunruhigt, dass ich dachte, okay, dieses Cover ist jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, Mist und ziemlich vorurteilsbeladen. Der Text, der drin steht, der ist gar nicht so schlecht. Und beides passt nicht so richtig zusammen. Also mehr Text-Bild-Kontexte herstellen und eine Sensibilisierung an der Stelle, auch für visuelle Welten, glaube ich, ist extrem wichtig. Weil gerade wir natürlich in einer visuellen Welt mit der zunehmenden Anzahl von Medien leben. Und ich habe das Gefühl, dass das eines eigenen Trainings bedarf. Also, und all das, was ich jetzt sage, würden Sie von vielen Journalisten, Journalistinnen auch hören. Also die beschweren sich genauso über, dass ihre Texte irgendwie in einer Art bebildert werden und kontextualisiert werden, wie ihnen das nicht immer angenehm ist. Was kann man daraus machen? Also mehr Bewusstsein schaffen, Diskussionskulturen in Redaktionen. Es hat auch was mit Aus- und Weiterbildung zu tun. Wir haben, glaube ich, in keiner deutschen Journalistinnenschule bis heute Muslimfeindlichkeit als reguläres Thema. Es gibt vielleicht so Sonderschulungen, ab und zu mal eine Weiterbildung, aber nicht verpflichtend. Ich finde, es gehört zu den Standardthemen, die unterschiedlichen Formen von Rassismus im Kontext von Journalismus zu erlernen. Und ich bin übrigens auch der Meinung, dass das in den Pressekodex reingehört. In Ziffer 12 steht ein allgemeiner Appell gegen Rassismus. Was wir aber in der Einstellungsforschung häufig sehen, ist, dass Kritik an Muslimen und Islam gar nicht irgendwie in den Kontext von Rassismus von Menschen gebracht wird. Das heißt, das Verständnis darüber, dass ich rassistisch handle, ist gar nicht immer vorhanden. Und darum muss es eigentlich explizit in der journalistischen Ethik auch angesprochen werden. Da müsste stehen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und alle anderen Formen von. Steht meines Wissens bis heute nicht da. Also auch hier, sagen wir mal, wieder ein strukturelles Defizit, auch derjenigen, die das machen, Deutscher Presserat, Journalistenverbände, Journalistengewerkschaften, doch bitte mal an der Stelle ein bisschen modern zu werden und vielleicht den Debattenstand ein bisschen fortzuführen.